Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen 1941-37 zu 1937-43 sowie den Änderungsantrag der Fraktion der SPD hierzu, Drucksache 4278 aus 19. Die vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten. Und als Erstes erteile ich der als Berichterstatterin, der Abg. Bächle-Scholz, das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt im Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/4134 und damit der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke, Frau Bächle-Scholz, für die Berichterstattung. Frau Klaff-Isselmann von der CDU-Fraktion hat sich als Erstes zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Pflege und Betreuung ist nicht nur ein Thema, es ist das Thema. Das Thema der Zukunft, dem wir uns noch oft widmen werden. Dennoch ein Tabuthema, über das nicht häufig geredet wird. Doch es ist wichtig, dass sich jeder mit dem Thema Pflege und Betreuung auseinandersetzt. Bereits in der ersten Lesung haben wir darauf hingewiesen, dass das bisherige Hessische Gesetz über Betreuung und Pflegeleistungen hervorragend ist. Es muss nicht grundsätzlich neu gefasst werden. Nein, es muss weiter gelten bis 2024. Dafür sind nur wenige, vornehmlich redaktionelle Änderungen notwendig. Wir sind weiterhin fest der Meinung, dass trägerorganisierte, ambulante und betreute Wohngemeinschaften durch dieses Gesetz geregelt werden müssen. Das Schutzniveau für die Betroffenen darf nicht gesenkt werden. Wohngemeinschaften bis zu 6 Personen fallen ohnehin gar nicht unter die Vorschriften. Bei Wohngemeinschaften über 6 Personen sind außerdem durchaus Ausnahmen nach einer individuellen Prüfung möglich. Dieses Gesetz verhindert demzufolge keine trägerorientierten, ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Pflege und Betreuung muss die Mindeststandards erfüllen. Ja, Pflege und Betreuung ist finanziell aufwendig, aber wir dürfen unsere hohen Qualitätsmerkmale nicht zugunsten einer besseren Wirtschaftlichkeit opfern. Der Mensch geht klar vor dem Profit. Der SPD-Antrag zeigt, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, die Flexibilität des vorliegenden Gesetzesvorschlags nicht erkannt haben und daher auch zu keinem mehrheitsfähigen Konsens bereit waren. Wir wollen zudem Änderungen, die einen deutlichen Bürokratieabbau vorsehen. Sie aber wollen nicht Bürokratie abbauen, sondern aufbauen. Sie wollen die Einrichtungen nicht entlasten, sondern mit weiteren Vorschriften belasten. Mir scheint, Sie vertrauen den Betreuerinnen und Betreuern sowie Pflegerinnen und Pflegern wenig. Wir trauen diesen Menschen Fachkompetenz und menschliche Wärme zu und machen dies in diesem Gesetz deutlich. Diese Menschen leisten bereits jetzt Tag für Tag hervorragende Arbeit. Wer sich um andere Menschen täglich hingebungsvoll kümmert, der hat nicht nur unser Vertrauen verdient, nein, dem gehört bei aller Kontrolle und auch Fachlichkeit Dank und Anerkennung ausgesprochen, meine Damen und Herren. Wir setzen des Weiteren auch auf flexible Lösungen. Das sind soweit die Wünsche der Beteiligten. Diese haben wir alle im Ausschuss bei der öffentlichen Anhörung und im direkten Austausch mitgeteilt bekommen. Und wir setzen sie um, so wie sie sich die Einrichtungen und Betroffenen auch wünschen. Nicht anders. Dazu gehört die Gewaltprävention,
Dazu gehört die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen. Dazu gehören die Qualitätsanforderungen. Und dazu gehört die Beseitigung bestehender Mängel. Wir möchten die Einrichtungen einladen, mitzuwirken und nicht ihnen ausschließlich von oben etwas diktieren. Die Einrichtungen sollen und dürfen eigene, individuelle Konzepte entwickeln, wie sie z.B. Gewalt, auch sexueller Natur, frühzeitig verhindern können. Seien Sie sich versichert, dieses Gesetz schützt die Interessen älterer Menschen, pflegebedürftiger volljähriger Menschen und volljähriger Menschen mit Behinderungen, die gegen Entgelt betreut oder gepflegt werden. Es trägt zum Bürokratieabbau bei, im Bereich der Anzeige der Personaländerungen, im Bereich der Prüfberichte. Mit diesem Gesetz setzen wir Anforderungen an die Qualität und Kompetenz der für die Pflege verantwortlichen Personen in ein ausgewogenes Verhältnis zu dem Vertrauen, das wir diesen Menschen entgegenbringen möchten. Meine Damen und Herren, es gibt nach wie vor keine Alternative zu diesem Gesetz. Ich lade alle Fraktionen ein, dem Gesetz zuzustimmen. Behinderte und pflegebedürftige Menschen werden durch dieses Gesetz auch weiterhin geschützt. Das haben wir zu gewährleisten und stellen es hiermit auch sicher. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Beim Heimgesetz muss ich nicht so viel ausführen wie jetzt bei dem Gesetz, über das wir vorher geredet haben. Uns ist allen klar, wie wichtig das Heimgesetz ist, und uns ist allen klar, welche Überlegungen in diesem Gesetz eben vorangestellt werden. Und für mich als Abgeordneter, der einmal in der Koalition war, ist es auch noch klar geworden, dass es vielleicht doch klug wäre, nicht zu viele Ermächtigungen für das Ministerium in so ein Gesetz zu schreiben, es vielleicht doch das eine oder andere Mal hier im Landtag gleich ganz konkret zu beschließen, weil dann man doch vielleicht feststellen kann, dass die Ministerien nicht so arbeiten, wie man das vielleicht sich gehofft oder erhofft hat, oder einfach, weil es problematisch ist, dann lieber nichts ändern möchte. Also das ist so eine kleine Erkenntnis, die ich bei diesem Gesetz gewonnen habe. Und was mich besonders geärgert hat, ist natürlich auch die Frage der Beiräte, wo jetzt unter Beihilfe der GRÜNEN man wieder einen Schritt zurückgegangen ist. Das finde ich sehr traurig. Da haben wir sehr für gekämpft, dass es hier zu einer gesetzlichen Regelung kommt, die den Beiräten entgegenkommt. Und ich glaube, das Wichtigste an so einem Gesetz, oder ich weiß, oder die Anhörung hat ergeben, das Wichtigste an so einem Gesetz ist, und es ist ja immer eine Nachbetrachtung, so ein Gesetz. Wir haben eine gesellschaftliche Entwicklung, und wir versuchen mit diesem Gesetz auf diese Entwicklung einzugehen, sie ein Stück weit zu ordnen und auch für die, die unsere Unterstützung brauchen, Qualität sicherzustellen. Also wir hecheln eigentlich immer ein Stück weit der Entwicklung her. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach so, weil man kann sich viele Dinge ausdenken als Regierung, als Gesetzgeber, aber gesellschaftliche Entwicklung nimmt da nicht so viel Rücksicht drauf. Und wenn man den Hinweis hat, dass es eben einen Regelungsbedarf gibt, dass es eben ein Feld sich entwickelt hat, wo es wichtig wäre, auf die Vorschläge aus der Anhörung einzugehen, und man ignoriert es, dann macht man hier aus meiner Sicht eben auch einen Fehler. Und ich habe mit dem Gesetz schon in der letzten Legislaturperiode nicht meinen echten Frieden gemacht. Das weiß der Minister auch aus intensiven Debatten. Wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Der Kompromiss ist jetzt ein Stück weit aufgeweicht. Man ist leider auf die Entwicklung nicht eingegangen, die deutlich geworden ist in der Anhörung. Und von daher werden wir dieses Gesetz nicht mittragen können. Und wir werden es ja auch jetzt noch einmal, denke ich, beschraten im Ausschuss. Vielleicht ändere ich noch einmal meine Meinung. Ich glaube es aber eher nicht. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Dr. Sommer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Frau Klaff-Isselmann, eben habe ich noch gedacht, ich wäre in einer anderen Anhörung gewesen als Sie, aber der Herr Rock hat alles wieder gerade gebogen. Scheinbar hatten wir doch dasselbe Vergnügen und haben dieselbe Anhörung, derselben Anhörung lauschen können. Denn Sie haben scheinbar nicht registriert, dass es tatsächlich Änderungsbedarf gibt. Wir sehen ebenfalls Änderungsbedarfe. Es gab einige Aspekte, die beklagt worden sind. Und so sehen wir auch Änderungsbedarf. Deswegen haben wir natürlich unseren Änderungsantrag eingebracht. Und dass das Gesetz hervorragend gefasst ist, das können wir ganz und gar nicht unterzeichnen. Zu bemängeln, und das haben wir schon in der ersten Lesung bereits ganz deutlich gemacht, das ist das, was in § 5 unter Punkt 3 steht. Das hat Herr Rock gerade auch schon benannt. Da soll eine Soll-Formulierung in eine Kann-Bestimmung überführt werden. Wir wollen, dass die alte Soll-Formulierung oder Regelung für den Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuerbeirat beibehalten wird. Mit der vorgeschlagenen Version von Ihnen würde dieser zur Option. Und das begrüßen natürlich einige Einrichtungen, weil es dann nicht mehr so aufwendig ist. Aber für die Unterstützung, und Sie haben gesagt, Frau Klaff-Isselmann, Ihnen geht es um das Wohl der Betreuten. Und genau hier geht es um das Wohl der Betreuten, dass sie eine Stimme kriegen. Das ist ein solches Instrument, um die persönlichen Rechte zu stärken, meine Damen und Herren. Der zweite Aspekt, den wir in unseren Antrag, den Sie ja kritisiert haben, einbringen, ist aber von allen Anzuhörenden oder der allermeisten immer wieder beklagt worden, nämlich dass trägerorganisierte ambulante Wohnformen durch die Regelung konterkariert werden. Und die Anhörung machte eben deutlich, dass trägerorganisierte ambulante Wohnformen, da sie unter dieses Gesetz fallen, eben kaum existieren. Und das kann doch eigentlich nicht unser Interesse sein, zumal es die Lebensform ist, die sich viele Menschen wünschen. Und Frau Klaff-Isselmann, ich würde Sie gerne einmal fragen, wenn Sie Ihr Gesetz so flexibel beschreiben und dass wir es nicht verstanden haben, dass das alles möglich ist, ab unter 6, über 6. Sie haben das ja alles schön erklärt, was in der Gesetzgebung drin ist. Aber wenn es doch so flexibel ist und wenn alles geprüft wird, warum gibt es denn dann diese trägerorganisierten ambulanten Wohnformen nicht? Da Sie mir die Antwort heute schuldig bleiben, könnten Sie es mir entweder morgen erläutern. Aber ich habe die Hoffnung, der Herr Minister ist ja immer sehr gut informiert, dass er vielleicht das für Sie übernehmen kann. Ja, uns ist es wichtig, trägerorganisierte ambulante Wohnformen zu unterstützen. Wir möchten sie zunächst aus dem Geltungsbereich des Gesetzes herausnehmen, um sie eben nicht längerfristig oder länger zu behindern. Langfristig sollte es aber Ziel sein, und da stimme ich Ihnen voll zu, Frau Klaff-Isselmann. Es geht immer um die Qualität. Natürlich braucht man Mindeststandards, aber man muss auch schauen, wie kann man was in der Praxis umsetzen. Und deswegen sind wir dafür, dass man Vorgaben macht, die praxisrelevant sind, den Lebenswirklichkeiten der Menschen entsprechen, freilich auch den qualitativen sowie wissenschaftlichen Standards entsprechen, meine Damen und Herren. Als dritten Änderungsaspekt wollen wir den neuen § 8 streichen bzw. ersetzen, weil er sich uns nicht erschließt. Darüber hatten wir in der ersten Lesung schon ausführlich gesprochen. Statt solcher Maßnahmen benötigt es nach unserem Verständnis einen verantwortungsvollen Gesetzgebungsprozess, der zum einen den Wunsch nach Selbstbestimmung und den Schutz der Menschen, die von dieser Hilfe abhängig sind, berücksichtigt, aber auch die Wünsche und die Bedürfnisse der zu Pflegenden und der Pflegekräfte als Ausgangspunkt nimmt, meine Damen und Herren. Eine gute Pflege nämlich leistet genau das, um gute Pflege, das heißt vom Menschen aus gedacht, zu gewährleisten, braucht es mehr Personal. Deswegen sprechen wir uns auch in dem neuen § 8 erneut für einen gesetzlich definierten Personalpflegeschlüssel aus. So kann man zum einen Patientensicherheit und zum anderen eine gute risikoarme Versorgung besser unterstützen. Wir brauchen dringend verbindliche Vorgaben. Wir brauchen nicht Ihren § 8 zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Stattdessen müssen Verhältnisse geschaffen werden, die es den Pflegekräften ermöglichen,
die Ihnen anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner ordnungsgemäß und gut zu versorgen, meine Damen und Herren. Nicht nur die hessische SPD, sondern auch der Ethikrat, der Pflege-SHV, der DBFK sowie andere fordern einen gesetzlich definierten Personalschlüssel. Das, und das habe ich schon in der ersten Lesung gesagt, dass Patientensicherheit und eine gute risikoarme Versorgung mit dem Pflegepersonalbemessung korreliert. Das bestreitet international niemand. Und ich hoffe auch, dass Sie hier im Hause alle dies nicht bestreiten, meine Damen und Herren. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man nicht ganz begreift, warum wir genau diese Forderung immer wieder und auch nicht müde werden, erneut einbringen, weil es uns nämlich, Frau Klaff-Isselmann, um das Wohl dieser Menschen geht. Immer noch fehlt auch diesbezüglich die Heimpersonalverordnung, aber auch die Heimmindestbauverordnung sowie die Heimmitwirkungsverordnung fehlen. Das ist nicht hinnehmbar. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Es ist aber auch nicht hinnehmbar, dass das im Gesetz von 2012 verankerte Beschwerdetelefon bis heute nicht eingereicht wurde. Aber, Herr Grüttner, Sie haben im Ausschuss versprochen, dass die Verordnung zeitnah kommen wird. Wir werden das genau beobachten, das im Auge behalten und Sie da beim Wort nehmen. Einen letzten Aspekt möchte ich aufgreifen. Gewünscht wurde in der Anhörung auch die Ausdifferenzierung von Angeboten, um die Vielgestaltigkeit von Einrichtungen einfach widerspiegeln zu können. Hier sehen wir uns auch in unseren Forderungen bestätigt. Das Gesetz bleibt hier leider auch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Sie als Gesetzgeber verpassen es leider, auf die verschiedenen Wohn- und Einrichtungsformen einzugehen. Der Herr Rock hat das ganz nett genannt. Sie registrieren die Entwicklungen, die einfach vorhanden sind, nicht. Und nach der jetzigen Anhörung fühlen wir uns bestätigt und halten eben an unseren Forderungen fest, dass wir nämlich praktikable Rahmenbedingungen für die Träger sowie verbesserte Arbeitsbedingungen für die in der Pflege Tätigen brauchen. Wir brauchen Wohn- und Versorgungsformen, die den Vorstellungen der älteren Generation entsprechen. Mit unserem Änderungsantrag wollen wir die schlimmsten Mängel beseitigen. Und wir beantragen die dritte Lesung und hoffen auf eine konstruktive Beratung unseres Antrages im Sinne guter Rahmenbedingungen in und für die Pflege sowie für mehr Patientensicherheit. Und da denke ich, hoffe ich, Frau Klaff-Isselmann, ziehen wir an einem Strang, denn es geht ja dabei um das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen soll die Interessen der älteren oder pflegebedürftigen Menschen schützen. Es läuft am 31.12. aus, und die Evaluation ergab im Wesentlichen, dass sich das Gesetz so bewährt hat. Die Landesregierung hat 102 Organisationen angehört, und im Wesentlichen gab es tatsächlich auch Anmerkungen. Mit diesen Anmerkungen und Vorschlägen wurde sich auch kritisch auseinandergesetzt. Vieles ist schon besprochen worden hier im Raum. Zwei Sachen möchte ich noch einmal sagen. Zum Thema Gewaltprävention gibt es noch einmal deutliche Verbesserungen. Auch beim Bürokratieabbau hilft dieses Gesetz. Auch zu der Frage freiheitsentziehender Maßnahmen. Eines der ganz großen Themen, die Frau Schott noch bei der ersten Lesung einbrachte, ist auch noch einmal klar gesagt worden, dass es bei der freiheitsentziehenden Maßnahmen entscheidend darum um ein Ultima Ratio geht. Und wir haben auch damals schon gesagt, dass wir das auf Bundesebene da klarere Regelungen wollen, in § 1906, in dem es darum geht, wie Menschen tatsächlich gegen ihren Willen untergebracht werden können. Und wir haben damals ja auch schon gesagt, dass es nicht nur in Psychiatrien und Krankenhäusern freiheitsentziehende Maßnahmen gibt, sondern auch in Altenpflegeheimen oder insgesamt in Heimen, und dass es da dringend einer bundesgesetzlichen Regelung bedarf, einer Verbesserung.
weil das, was wir im hessischen PsychKG vorschlagen, sucht, ist bundesweit ein hoher Standard, wird ein hoher Standard sein. Das wünsche ich mir auch in allen Altenpflegeheimen. Das können wir leider in Hessen nicht selbst regeln, aber das fordern wir auch. Und da werden wir vielleicht nach der Bundestagswahl einen Schritt weiter, wenn es dort deutliche Verbesserungen gibt. Eine große und umstrittene Frage ist das betreute Wohnen, wie Sie es ansprechen, Frau Dr. Sommer. Und ich gebe ganz offen zu, als ich die ersten Stellungnahmen, die diesen Hagel der Einzelorganisationen zur Kenntnis genommen habe, von der Liga und von anderen freien Wohlfahrtsverbänden, bin ich auch ins Nachdenken gekommen und habe gesagt, was machen wir denn da eigentlich falsch? Und wir haben uns mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir machen da nämlich gar nichts falsch, sondern ich glaube, doch, ja, lassen Sie mal für 10 Sekunden mal, Herr Rudolph, versuchen Sie sich einfach mal zu dem Thema einzudenken. Es geht um die Frage, Herr Rudolph, lassen Sie uns doch den Saal mitnehmen bei der Frage, worum es geht. Es geht um die Frage, ob bei sogenannten ambulanten Wohnformen, also bei Wohneinrichtungen, Augenblick, Herr Kollege Bocklet, bei denen mehr Herr Bocklet, als ja? Ich wollte nur für Sie die absolute Stille herbeiführen, indem ich dem Kollegen Minister Herrn Rudolph sage, Sie sollen bitte aufhören, sich zu unterhalten. Ist es heute schon möglich, solche ambulanten Formen durchzuführen? Frage 1. Das ist es. Widersprechen Sie dem § 12? Der sagt so vor, die zuständige Behörde kann auf Antrag die Betreiberin oder den Betreiber von den Anforderungen aufgrund des Gesetzes befreien, wenn dies im Sinne einer neuen Betreuungs- oder Wohnform geboten erscheint oder auch eine andere Konzeption sie erforderlich macht. So, also es ist möglich, Frau Dr. Sommer, ich verstehe Sie auch schwer, folgen Sie noch meinem Gedanken. Es ist also möglich. Wir nehmen dann zweitens zur Kenntnis, dass in den Bundesländern Berlin und Bremen, Frau Dr. Sommer, es lohnt sich zuzuhören, in Bundesländern Berlin und Bremen, wo es keine regelhaften abgestuften Anforderungen gibt, die größten und ebenso wie in Hessen übrigens, die größten und die meiste Anzahl von ambulanten Wohnformen zu finden sind. Also es bedarf in diesen beiden Bundesländern vorzeigbar keiner expliziten Regelung. Jetzt fragen sich viele, warum setzen sich die Träger so vehement dafür ein? Und ich möchte Ihnen das sagen, warum. Es ist nicht eine heimordnungsrechtliche Frage, sondern es ist eine Frage von Qualitätsstandards. Und wenn Sie die Frage anders beantworten als ich, das bin ich sehr gespannt drauf, ob in einem Haus 12 Schutzbedürftige, schwerst Schutzbedürftige liegen oder 24 oder 36 Menschen, macht überhaupt keinen Unterschied. Diese 12 oder 24 Menschen brauchen denselben Brandschutz. Die brauchen dieselben hohen Standard von Pflege und Betreuung. Und diese Standards wollen die Liga absenken, weil es wirtschaftliche Gründe hat. Das klingt deshalb relativ schlicht und verständlich aus Sicht der Träger. Aber wenn mein pflegebedürftiger Vater beispielsweise in einer Einrichtung mit 9 Menschen untergebracht ist oder mit 36, er ist schwerst pflegebedürftig, dann macht das keinen Unterschied. Da muss auch da nachts geguckt werden, dass es nicht brennt. Da braucht es auch da eine Nachtwache. Da braucht es dieselben Standards. Und diese Standards sollen nach dem Willen abgesenkt werden. Ich frage mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist da fortschrittlicher? Ich finde, dass Hessen dann fortschrittlicher ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen klang das auf den ersten Blick so unglaublich viel besser, wenn man sagt, ermöglichen Sie doch einmal ambulante Wohnformen. Erstens, sie sind möglich, sie bedürfen halt nur einer Ausnahmegenehmigung, weil es nämlich darauf ankommt, welche Menschen dort betreut werden, mit welchem Betreuungsgrad. Sind das Menschen mit Demenz, sind sie schwerstschutzbedürftig oder haben sie nur eine leichte Behinderung und brauchen unter Umständen ein ganz leichtes Konzept mit wenigen Qualitätsstandards? Das muss man aber in einer Konzeption und im Pro-Einzelfall dann prüfen. Und deswegen ist es auch richtig, wie das Gesetz es so regelt. Wir können also nicht flächendeckend diese Qualitätsstandards und per se absenken, weil es dann unter Umständen dazu führt, dass in einer Einrichtung mit 9 Menschen andere Standards gelten als mit 25. Und das erschließt sich mir nicht, außer aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und da frage ich Sie, wollen Sie das Geschäft der Träger machen oder das Geschäft derjenigen, die auf die Pflegenden achten? Und ich sage, mir geht es aus Sicht der Pflegenden, ist es wichtiger, darauf zu achten, dass sie die bestmöglichste Betreuung, Pflege bekommen und nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen Qualitätsstandards abgesenkt werden, nur weil das gerade populär ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, der zweite Blick ist manchmal etwas erhellend. Und der zweite Blick ist, dass ich da, der erste mir sagte,
Das war sehr, sehr sympathisch vorgetragen, zu sagen, wir wollen das doch flächendeckend ermöglichen. Ja, wir wollen das auch flächendeckend ermöglichen, aber das lässt das Gesetz auch zu. Aber was wir nicht wollen, ist flächendeckende Qualitätsstandards. Und ich sage es Ihnen noch einmal, das ist wichtig, dass wir darauf achten. Deswegen ist das, was nun nächstes Mal als Forderung, als Defizit klingt, wäre in der Umsetzung dessen, was Ihr Vorschlag ist, wäre eine Verschlechterung. Und deshalb sage ich noch einmal für uns, das Gesetz ist so, wie es dargestellt wird, was Gewaltprävention ist, was die Fragen der freiheitsentziehenden Maßnahmen betrifft, der Bürokratieabbau und auch der Ermöglichung von ambulanten Wohnformen mit Augenmaß so formuliert, dass es möglich ist. Es ist richtig. Ich finde, dass dieses Gesetz gut aufgestellt ist. Und ich denke auch, dass es der Zustimmung dieses Hauses dringend bedarf. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir können uns doch glücklich schätzen, dass wir von einer so überaus klugen Regierung und noch klügeren Fraktionen, die diese Regierung tragen, hier wirklich regiert werden und dass deswegen jedwede Kritik an Ihnen abprallt, dass Sie den Anzuhörenden, die in großer Zahl Briefe schreiben, hier doch nur erklären, dass Sie es ohnehin besser wissen, dass die Leute sich eigentlich die Tinte, das Papier und die Spucke, mit Ihnen zu reden, sparen könnten. Weil das ist doch genau das, was der Herr Bocklet hier eben vorgetragen hat. Und ich finde, das sollten sich doch in Zukunft einfach alle zu Herzen nehmen, Klappe halten, Beifall klatschen, Regierung ist klasse, fertig, aus die Maus. Problematisch wird das, wenn nicht nur die Fachleute in Hessen, die Menschen, die da draußen an den Themen arbeiten, sondern auch noch die Bundesregierung sagt, das, was ihr da in Hessen macht, ist vermutlich nicht so ganz in Ordnung. Und wir schauen da ganz genau hin. Da gibt es nämlich den Patientenbeauftragten und Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung. Und der sagt ganz eindeutig, dass, wenn die mit der beabsichtigten Änderung des Hessischen Heimgesetzes fortgeschriebene Gleichsetzung von Wohngruppen mit stationären Pflegeeinrichtungen dazu führt, dass in der Praxis der Ausbau Anbieter verantworteter Wohngemeinschaften behindert wird und ein solches Alternativangebot faktisch gar nicht entsteht, sollte nachgesteuert werden. Ja, Mai. Also, ich glaube, Sie sollten gelegentlich die Kritik, die wohlgemeinte Kritik der Anzuhörenden ernst nehmen, sich damit auseinandersetzen und es dann in Handlung, nämlich in Veränderung Ihrer Gesetzesanträge hier umsetzen, dann käme vielleicht manchmal auch etwas Gutes bei raus. Aber mit dieser Arroganz der Macht, die Sie hier immer wieder an den Tag legen, wird daraus in diesem Land nichts mehr werden. Auf die anderen Punkte will ich nicht mehr eingehen, weil das haben wir heute schon hinlänglich gehört. Das Wort hat der hessische Sozialminister, Herr Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Natürlich ist es so, dass auf der Grundlage der Diskussion über einen Gesetzentwurf sowohl die Landesregierung als auch die Regierungsfraktion Anregungen, Kritik und anderes ernst nehmen, sie bewerten, aber dann auch zu entsprechenden Schlüssen kommen. Und natürlich ist an dieser Stelle auch festzustellen, weil in der Summe der Anzuhörenden sehr viel Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf vorhanden gewesen ist, dass es aber durchaus auch einige Kritikpunkte gab. Denn wir müssen uns schon die beiden Seiten, die dieses Gesetz eben auch beleuchtet, mit vor Augen führen. Auf der einen Seite steht nämlich der Anspruch von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen auf Schutz und auf eine gute Versorgung. Und diesen Anspruch sichert das Gesetz, während auf der anderen Seite durchaus wirtschaftliche Interessen stehen, die durchaus auch legitim sind. Ich möchte an dieser Stelle schon noch einmal in den Mittelpunkt der Erinnerung rufen, dass wesentlicher Kern dieses Gesetzes eben der Schutz
und die Interessen älterer, pflegebedürftiger, volljähriger Menschen und volljähriger Menschen mit Behinderung, die gegen Entgelt betreut und gepflegt werden, stehen. Und Ziel dieses Gesetzes ist es, diese Menschen in ihrer Würde zu schützen und zu achten, vor Beeinträchtigungen ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit zu bewahren, sie unter anderem in ihrer kulturellen, religiösen Selbstbestimmung zu unterstützen und ihr Recht auf gewaltfreie Pflege und Intimsphäre zu schützen. Das sind die Kernanliegen des vorliegenden Gesetzentwurfs. Wir haben in der Zwischenzeit rund 4 Jahre Erfahrung mit diesem Gesetz. Natürlich ist in dieser Zeit auch die Gelegenheit genutzt worden, zu schauen, wo man einen Veränderungsbedarf hat. Wir haben beispielsweise im Bereich der Gewaltprävention Klarstellungen vorgenommen. Es werden nunmehr Schulungsverpflichtungen und die Erstellung einer Konzeption auferlegt, die den gesamten Bereich der Gewaltprävention betreffen und nicht mehr ausschließlich freiheitsentziehende Maßnahmen. Den Vorschlag der SPD-Fraktion, den Paragraphen zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen aus dem Gesetz herauszunehmen, halte ich schlicht für verantwortungslos. Denn es ist hier nicht nur eine Frage der gerichtlichen Zuständigkeit, sondern es geht um Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und um die Dokumentation und damit um die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen. Um insbesondere Frauen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfen wohnen und so, wie einer Studie entnehmen ist, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Opfer sexueller Übergriffe zu werden, erhalten diese nun die Möglichkeit, eine Vertrauensfrau zu wählen. Das dient sowohl der Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Frauen als auch der Gewaltprävention. Wir haben die Gesetzesnovellierung auch zum weiteren Abbau von Bürokratie genutzt. Die Frage des Angehörigenbeirates gehört dazu. Es ist aus der Muss-Vorschrift eine Kann-Vorschrift geworden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich in den meisten Einrichtungen keine Angehörigen bereit gefunden haben, einen Beirat zu bilden. Und an dieser Stelle ist es dann halt schlicht und einfach ein Unding, den Versuch zu unternehmen, das mit Brachialgewalt durchzumüssen. Dort, wo sich Angehörige zusammenfinden, wird auch in Zukunft ein Angehörigenbeirat existieren. Aber es kann nicht zielführend sein, das mit Zwang aufzuerlegen. Ich will an die Fragestellung des Palliativbeauftragten erinnern und jetzt noch auf 2 Punkte eingehen. Das ist einmal der Änderungsantrag der SPD zu der Fragestellung einer privat und trägerorganisierten Wohngemeinschaften bezeichneten Wohnform, so der Antrag der SPD, deren Vermieter nur allgemeine Betreuungsleistungen anbieten und bei denen darüber hinausgehende Betreuungs- und Pflegeleistungen von den Bewohnern wirklich frei gewählt werden können. Dies sind der Ausnahmefall, und sie sind bereits nach § 2 Absatz 4 Nummer 1 der Entwurfsfassung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Also der Antrag ergibt überhaupt keinen Sinn, den Sie gestellt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie eine vollkommen andere Wohnform gemeint haben, nämlich die trägerorganisierte Wohnform und nicht diese. Also insofern ist ja, wenn Sie eine dritte Lesung, es vielleicht korrekt, dass man Ihnen die Gelegenheit gibt, an dieser Stelle Ihren Antrag noch einmal zu überdenken, ob Sie ihn richtig gestellt haben. Das ist schlicht und einfach falsch, was Sie gemacht haben. Aber das wissen Sie ja wahrscheinlich selbst. Und insofern kommt es jetzt um die Fragestellung der Träger organisierten allgemeinen Wohnformen. Jetzt will ich nicht das wiederholen, was Herr Abg. Bocklet gesagt hat, weil das stimmt im Hinblick auf die Frage des Schutzinteresses. Ich will Ihnen aber eine Antwort geben. Die meisten der trägerorganisierten ambulanten Wohnformen finden sich in den Städten Berlin und Hamburg. Nur Berlin und Hamburg hat genau die gleiche gesetzliche Grundlage wie Hessen. Genau die gleiche. Und warum dort eine solche größte Zahl von Wohnformen organisiert, trägerorganisiert stattfindet und in Hessen nicht, ist dann eine Fragestellung der Träger an dieser Stelle. Und ich will an dem Punkt schon auch noch einmal erinnern an eine Diskussion an einer anderen Stelle, in dem auch noch einmal deutlich gemacht worden ist, wie die Befreiungstatbestände seitens des Regierungspräsidiums eingeschätzt werden. Natürlich, wenn ich eine solche Wohnform bilde, dann ist die Fragestellung relativ klar, dass ich eine Befreiung bekommen kann. Das Gesetz sieht diese Befreiung vor, wenn die Fragestellung von Schutzinteressen auch tatsächlich gewahrt sind.
Und dann wurde als Kritik ins Feld geführt, ja, aber das ist ja auf 5 Jahre befristet. Und da muss ich es wieder erneut stellen. Da habe ich keine Planungssicherheit. Jetzt gehen Sie einmal davon aus, welche Menschen in solche Wohngruppen einziehen, die noch mit vollem Elan in einem noch rüstigen, aber hohen Alter diese Wohnform für sich aussuchen und 5 Jahre später. Ich kenne einige in diesem Raum, die pflegebedürftige Angehörige haben und die wissen, wie sich der Zustand oder der Grad von Pflegebedürftigkeit verändert hat in 5 Jahren. Und wenn Sie dann in 5 Jahren auf der gleichen Rechtsgrundlage wie vorher eine solche Wohnform betrauen, mit geringeren Schutzvorschriften für schwerst pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner, mit entsprechenden Nachlässen im Bereich des Brandschutzes und vielem anderen mehr, dann haben Sie an dieser Stelle eine andere Verantwortung. Und wir kommen dieser Verantwortung mit den Regelungen in diesem Gesetz nach, ohne dass trägerorientierte Wohnformen an dieser Stelle auch nur einen Deut weniger möglich sind als in den anderen Bereichen. Und insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, in einer älter werdenden Gesellschaft und mit der steigenden Zahl betreuungs- und pflegebedürftiger Menschen sowie mit Blick auf die unterschiedlichen Interessenslagen der beteiligten Akteure ist dieses Gesetz von zentraler Bedeutung. Es hat sich bewährt. Es wird in einzelnen Bereichen verändert. Und das, was ich Ihnen zusage, Frau Kollegin Dr. Sommer, ist, die Verordnung kommt bald. Da können Sie mich beim Wort nehmen, und sie kommt sehr zeitnah. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen in der zweiten Lesung vor. Damit stelle ich fest, dass die zweite Lesung vollzogen worden ist. Und wir überweisen den Gesetzentwurf samt dem Änderungsantrag zur Vorbereitung der dritten Lesung in den zuständigen SIA-Ausschuss. Dem widerspricht keiner. Dann ist das somit beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung angelangt. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass jetzt unmittelbar nach der Sitzung der SIA in 501 tagt und der KPA in 510 tagt, sodass Sie auch sehr bald fertig sind, damit Sie früh zu Bett kommen und morgen ausgeschlafen sind. Schönen Abend. Danke schön. Thank you.